Moinsinn an diesem schönen Samstag. Also hoffen wir, dass der Samstag schön wird. Zu einer neuen Episode, zu Folge Nummer 67. Noch 33 Folgen bis zur Folge, zur Episode Nummer 100. Und die Folge schon mal vorab, habe ich zumindest stand jetzt vor, dann zu streamen, also einen Livestream zu machen an dem Tag. Also markiert euch mal das Datum. Also wenn jeden Tag eine Folge kommt, müsste es in 33 Tagen sein, normalerweise. Vielleicht mache ich es ja auch einen Tag vorher oder wie auch immer. Also kann ich schwer sagen, also eigentlich ich wollte euch einfach nur mal informieren darüber, ne? So, Greg Taylor scheint ein ordentlicher Spieler zu sein, Linksverteidiger, aber wir haben da genug. Nicht allzu teuer, das ist gut, ne? Aber nee. Mental super gut, sind eigentlich alle Schotten gefüllt, der ja auch, Greg Taylor. Alan Campbell, viel zu langsam. Nee. Talisca, 66 bis 93 Millionen Euro. Willkommen Evergrande. Ja gut. Moiskin, den kennen wir sehr gut. Wollen den nicht verkaufen? Ja, der hat wahrscheinlich auch keine Ausstiegsklausel. Nübkes, gut. So, und da ich in der letzten Partie auch ein bisschen schon direkt weiter gedruckt habe, sind es noch 2 Tage, jetzt sogar nur noch ein einziger Tag bis zum Spiel gegen Berlin. Davor lobe ich mir noch mal ein paar Spieler. Den guten Felix, den guten Christian Eriksen, der glaube ich auch getroffen hat gegen Krasnodar, ne? Nee, aber trotzdem der 7,1. Ach ja, und gegen Krasnodar haben wir 3:1 gewonnen. Ein verdienter Sieg. Erling mal loben, mal wieder. Sehr gut, jetzt darf ich ihn wieder loben. Perfekt. Oh, wie der sich entwickelt. Zielstrebigkeit sinkt, aber das passiert manchmal bei Leuten. Warum auch immer. So. Danach Länderspielpause. Also an sich müssen wir nicht unbedingt die Spieler schonen. Aber je nachdem kann man ja zum Beispiel einen Julian Brandt Spielpraxis geben. Wobei bei so wenig Spielpraxis von Anfang an ist es natürlich immer ein kleines Risiko, so einen Spieler reinzutun. Zumal ich ja gerne auch gewinnen würde. Hakimi und Guimarães wurden auch noch nominiert. Der Bruno hat schon ein Länderspiel, vielleicht bald ja auch schon ein zweites. Und ich habe ja auch schon gestern direkt unsere Heimtaktik benutzt, damit ich das nicht vergesse. Da wollen wir ein bisschen offensiver spielen. Leverkusen gewinnt 3:0 gegen die Bayern. Uiuiui. Wolfsburg auch wieder mit einem Sieg. Interessant, interessant. Können also punktgleich aufschließen auf den guten Rekordmeister. So. Berlin muss natürlich besiegt werden. Dann wäre es doch ein guter Auftakt der englischen Woche. Oder was würde ihr sagen? Oder nein, das war glaube ich schon die zweite englische Woche. Das war das zweite Mal, dass wir eine haben. So, was war denn mit Guerrero? Kann spielen, sehr gut. Rafa. Zuletzt gegen Valencia gespielt, danach gar nicht mehr. War der angeschlagen? Ich glaube, müsste, ne? So, jedenfalls Zagadou für Demiral. Guerrero kommt dann auch rein. Hakimi überlege ich mir noch kurz. Natürlich Eriksen vorne, Witze verteidigen. Dann kommt Guimara. Nee, komm. Julian Brandt, 63% Spielpraxis. Geht doch. Almada to the bank. Camavinga to the bank. Unbehauen. Bei Camavinga hat zu wenig Condition. Ja, einige Leute werden mich wieder anmeckern, dass ich ihn zu wenig spielen lasse. Aber man sieht, entwickelt sich ja trotzdem. Ich werde es jede Folge sagen. So, ich wollte ja Felix Pasta spielen lassen und ich lasse ihn, auch spielen. So, Guimarães wollte ich spielen lassen, aber für wen? Das ist ja immer die Frage. Tackling 14, Deckung 14. Ich denke mal für Axel. Der kann auch verteidigen. Gut, Haaland rechts, Sancho links. Ist das auch richtig? Let's go. Ich denke erstmal, lass es auch diese Formation so, halt, dass ich mit Paco immer beginne im Sturm und Erling immer rechts.
auf den Flügel darf. Wenn ich dann wieder einen Rechtsaußen habe, der Linksfuß ist, wie zum Beispiel Neres oder Cengiz Ünder oder wie auch immer. Ich habe ja bereits vor einigen Folgen gesagt, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren andere gute Rechtsaußen empfehlen, die auch Linksfuß sind. Die halt schon ein höheres Niveau sind, haben, ne? 23, 24 Jahre allerhöchstens, aber halt schon nicht nur ein Talent. Guerrero. Jetzt konnte er, oh nee. Das ist immer super, das ist immer super. Hummels klärt, sehr gut, sehr gut, sehr wichtig. Da hatte ich schon ein bisschen Sorgen. Jule Brandt, schön raus auf Guerrero. Sancho, Paco, geblockt, schade. Ich weiß, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn ich dann jemanden habe für die Rechtsaußen, würde ich Haaland auch häufiger im Sturmzentrum spielen lassen, beziehungsweise vor allen Dingen beginnen lassen. Guerrero auf Haaland, Julian Brandt mit einem schönen Schuss, aber Rune Jahrstein, Radin. Eriksen und würden mit einem Sieg sogar die Bayern überholen. Ist doch immer schön für die. Das eigene Selbstbewusstsein, für ihr Selbstvertrauen. Dieser Ball von Brandt war jetzt nicht so gut. Direkt ein Konter. Davy Selke. Birki muss zum ersten Mal in dieser Partie selber mal sich schmutzig machen. Haaland. Super schnell nach vorne und macht ihn nicht. Trotzdem sehr schön gemacht von ihm. Das noch offensiver spielen oder könnte das zu Problemen führen? Denke schon, deswegen mal abwarten. Immer so eine Sorge, schlecht zu spielen, dass es vielleicht auch die Mannschaft ein bisschen hemmt. Zumindest die Taktik. Und dann gut aufgepasst, aber schön durchkombiniert. Marius Wolf, Selke. Uiuiui, da wurden wir noch gerade so gerettet, auch jetzt im zweiten Anlauf. Also bitte ein bisschen mehr hier zeigen, ja, Jungs? Jetzt ein guter Freistoß, Guerrero, Sakadu. Kann man reinmachen. So, Halbzeit. Könnt noch immer gewinnen. Soll ich jetzt was ändern? Ich denke, Nübkes. Spiel links mit Sancho, ne? Genau. Manu kann ja auch später wieder rein. Oder Brunasen. Die sind schon gut aufgestellt. Schön auf Haaland. Gibt es direkt eine gute Aktion zu Beginn der Partie. Durchgesteckt, Sancho, Ecke. Sehr schön gemacht, gefiel mir, dieser Spielzug. Eriksen direkt weiter auf Guerrero, Haaland. Ein schwacher Schuss von Haaland. Also wenn er das mit dem Fuß gemacht hat, dann Respekt. Das war, glaube ich, eher seine blonden Härchen. Sancho, das war mit dem Fuß. 1-0. In den 49. Super. Der Jaden spielt deutlich besser und deutlich effektiver als letztes Jahr. Bisweilen. Alpha. Und wo ist Omega? Langer Ball auf Jota. Schön gemacht. Hakimi wieder rein für Passlack. Ob er den Ball bekommen hätte, ist immer so eine Sache, ne? Aber komm. Mehr Qualitäten, auch offensiv vor allen Dingen.
Schade, das war eine kurze Freude für uns. Sagadu, bitte den Ball nicht verlieren, wollte ich gerade sagen. Hat er auch nicht. Und dann schickt Brandt. Der Ball war nicht gut gespielt. Neuer Versuch. Dann Axel wieder mit einem langen Ball. Warum auch immer hier einen Kopfball macht. Dann wüsste ich gerne. Davy Selke erneut. Oh. Wir schwimmen hier schon hin und wieder mal sehr gut. So, für Julian Brandt kommt dann der gute Witzel. Hat ihm bestimmt gut getan, diese Partie, aber jetzt brauchen wir mal was Neues drin. Brandt ist für mich kein Flügelspieler. Das hat auch immer wieder gezeigt, auch in der Realität, wenn man ihn zentral einsetzt und das Spiel vor sich hat, dann kann er am besten performen. Schön gespielt. Holland setzt es wieder durch. Macht er ihn. Pfosten. Nachschuss. Nee. 20 Minuten noch. Oh, das war ein blödes Foul. Das ist eine gelbe Karte. Jetzt würde ich gerne noch reagieren. Manjo für... Manjo für Holland. Kurz überlegt, Paco rauszunehmen, aber der muss nicht immer gut spielen. Am Ende macht er doch irgendwie noch die Treffer, deswegen. Kommt hier uns. Vor allem jetzt, wo die Bayern verloren haben. Zu Hause nicht gewinnen, das wäre schade. Ein kleiner Rückschlag, würde ich sogar sagen. Uiuiui, das ist wieder sehr viel Platz. Sehr gut. Hummels passt auf. Kommt da noch was? Manjo mit Tempo nach vorne. Sehr gut. Da ist Manjo. Guerreiro. Noch offensiver? Nee, das könnte nach hinten losgehen. Kommt, Jungs. Jetzt wieder ein Angriff. Sancho. Eriksen. Axel Witzel. Kann ja anscheinend vielleicht mal gut stolpern, den Ball verlieren. Oder so ein Abwurf in die Hände von Paco. Hätte doch auch was, finde ich. Zumindest. Zagadou, gut aufgepasst. Dieser Hühner. Witzel raus auf Manjo. Jetzt verlassen wir den Ball in die Mitte zu Paco Alcacer. Sieht nach einem Unentschieden aus. Das ist zu wenig. Von 7 Spielen 4 gewonnen. 2 Punkte im Schnitt. Oh Mann. Wir sind teilweise, wie ich finde, zu undominant. War nicht gut genug, das stimmt. Frühe Führung in der zweiten Halbzeit und direkt der Ausgleich. Das ist natürlich sehr, sehr blöde gelaufen für uns. Da müssen wir uns wirklich verbessern. Das war jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Datenanalysezentrum verbessern und Gehaltsbudget erhöhen. Wir wollen den Titel holen, sehr gut. Damit sind wir jetzt unterm Gehaltsbudget. Haha. Und ja, ich spiele wieder mit einer Batterie. Und dadurch haben wir auch wieder Transferbudget. Das heißt, man kann auch so das Transferbudget erhöhen, indem man das Gehaltsbudget erhöht. Kleiner Tipp, den bestimmt die meisten wissen. Schulz verletzt, 1 bis 2 Tage, gut. Nicht so schlimm. Also ein Testspiel mittendrin wäre auch gut, vor allen Dingen für Jule Brandt, der mit Deutschland nichts mehr reißen kann. Am Sonntag auswärts
Fahren wir mal nach Nürnberg, ne? Zum Club. Haben die eingenommen. Angenommen sind. Gut, und damit würde ich sagen, das reicht dann auch von heute. Also das reicht jetzt auch mal, ne? Das reicht auch mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war leider jetzt ein bisschen ernüchternd, muss man sagen. Ich habe zwar nicht verloren, ich habe nur eine Partie verloren, aber ja, ist noch nicht so. Nicht so das Offensivfeuerwerk. Jetzt zwei unentschiedene Folge. Gut, auswärts in Bremen ist noch in Ordnung. Zu Hause, ja, erstes Unentschieden, auch in Ordnung. Ja, ich bin aber noch. Kann natürlich mehr kommen. Ne? Mal gucken, ob wir, wenn jetzt wirklich die Taktik so beibehalten ist, wieder irgendwas ändern. Ob dann mal so eher ein flüssigeres Spiel dabei rauskommt. Das muss man dann mal noch sehen, oder? Aber bis dahin sage ich dann mal, warum ist der Ball spielender Verteidiger? Habe ich zwei gemacht? Anscheinend. Oh, können auch beide bleiben, stimmt. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und vor allen Dingen natürlich auch nochmals vielen Dank an Sam für die Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr auch daran interessiert seid, dann unten ist der Link, der in der Videobeschreibung in einer der ersten Zeilen nicht zu übersehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Da vorne noch kurz Brünn Nassen loben, Felix Poslak und Thiago Almada. Sehen wir uns dann morgen zum absoluten Spitzenspiel auswärts bei den Bayern. Umso bitterer, dass wir jetzt nicht gewonnen haben gegen Berlin. Aber sollten wir eine kleine Überraschung schaffen, vor allen Dingen auswärts und gegen Bayern gewinnen, wäre das natürlich wunderprächtig. Ob wir es schaffen, seht ihr dann, wie ich bereits gesagt habe, morgen. Also müssen uns noch ein bisschen. Wir uns noch ein bisschen gedulden, weil das ist ja auch meine letzte Aufnahme, heute eine Aufnahmesession. Bis Sonntag, dem 26. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.